Beim letzten Mal hatte ich hier schon eine Leimspur gelegt. Bei diesem Mal möchte ich die entsprechenden Teile da auch festkleben. Das muss ich zum letzten hier noch eben justieren. Nach hinten hin kann es jetzt nicht mehr kippen, weil die Styroporplatten der Bahnsteigerhöhung sind. Aber nach vorne hin soll es am besten auch nicht mehr kippen. Und das versuche ich jetzt mal, indem ich Sand als Gegenlager dahin sprühe. So, den muss ich jetzt natürlich wässern. Saugt sich jetzt auch schon voll. Und ich kann gleich die nächste Schicht drauflegen. Ein bisschen Wirkung hat das Zeug jetzt schon. Jetzt sollten hier die einzelnen Schwellenzwischenräume gemacht werden. Hatte ich da nicht letztens einen Pinsel für? Schau an.
Bottich etwas näher hole, ist doch schlagartig etwas bequemer. Soweit für dieses Mal.